15 heute Abend, live und in Farbe, zweites deutsches Fernsehen mit diesem Thema. Womit die SPD ganz offensichtlich nicht umgehen kann, ist mit einem Vertrauensvorschuss. Die Sympathie für Martin Schulz, die Zustimmung in den Umfragen und die Aufbruchsstimmung in der Partei, nach nur 3 Monaten scheint alles verspielt. Kann sich andererseits die Kanzlerin aber jetzt auf ihrer Bilanz ausruhen? Geht es Deutschland wirklich so gut wie nie zuvor oder hat das Land ein Gerechtigkeitsproblem? Und wer hätte neue Lösungen dafür? Merkel oder Schulz? Braucht Deutschland einen Wechsel? Das fragen wir uns und diese Gäste. Elisabeth Nia, die Wirtschaftsjournalistin, wünscht sich Kandidaten, die wirklich darauf brennen, das Land zu erneuern. Katharina Nokun, die Bloggerin, hofft auf einen Neustart. Ein Weiter-so wird der SPD nicht helfen. Thomas Oppermann, der Chef der SPD-Fraktion, sagt: Wir wollen, dass die Mehrheit mehr Netto vom Brutto hat. Das ist unser Ziel. Michael Hüter, der Wirtschaftswissenschaftler, fordert: Die Schwachen stärken und die Starken stark lassen. Volker Kauder, der CDU-Fraktionsvorsitzende, sagt: 15 Milliarden Euro pro Jahr geben wir an die Bürger zurück. Und Marcel Fratscher, der Präsident des DIW, sagt: Die Politik verteilt Wahlgeschenke, anstatt sich um die Chancenungleichheit zu kümmern. Sie sind zu Gast bei Maybrit Illner. Und die begrüßt Sie noch mal ganz herzlich in dieser Runde, liebe Zuschauer. Tja, das waren imposante Tage und Wochen. Und irgendwie hatte man aus Sicht der SPD das Gefühl, ziemlich verstolperter Start. War da was? In Sotschi mit Putin, in Berlin mit Macron. Der Hosenanzug sitzt, die Frisur hält und das Lächeln ist wiedergekommen. Deutschland hat kurz geblinzelt, über Leidenschaft, Wandel und Aufbruchstimmung fantasiert und sich dann wieder in Merkels Wohlfühlzone eingerichtet. Sicherheit und Kontinuität in einer Welt von Brexit und Trump. Schulz steht mit dem Rücken zur Wand. Schnell muss er liefern, heißt es allerorten. Angela Merkel hingegen scheint alle Zeit der Welt zu haben. Die Kanzlerin ist, mal wieder, ihr Programm. Thomas Oppermann, Fraktionsvorsitzender der SPD. 3 Landtagswahlen gerissen, Herr Oppermann, und jetzt ein Programm präsentiert, nicht etwa auf einer schönen großen Bühne und gut verkauft, sondern ein bisschen verschämt online den Mitgliedern der Partei zugeschickt. Haben Sie noch Lust zu gewinnen? Wollen Sie noch gewinnen? Also erstmal die 3 Landtagswahlen. Natürlich, wir haben gesehen, dass wir in den Ländern, in denen wir verloren haben, nicht alles richtig gemacht haben. Und wir haben gelernt, dass wir nicht auf einer Woge der Begeisterung ins Kanzleramt gespült werden, sondern dass wir dafür hart arbeiten müssen, dass wir ein gutes Programm brauchen und dass wir kämpfen müssen. Und wir werden hart arbeiten und kämpfen. So, haben Sie Ihren Kanzlerkandidaten versteckt in der Zwischenzeit? Jetzt gibt es ein Steuersenkungskonzept von Herrn Weil, Stefan Weil, niedersächsischer Ministerpräsident, ja, aber nicht von Martin Schulz. Wo ist er? Das ist doch völlig in Ordnung, wenn die niedersächsische Landesregierung ein Steuerkonzept vorlegt. Das ist übrigens gar nicht so schlecht. Wir werden das auch in unsere Diskussion einbeziehen. Wir arbeiten noch an unserem Steuerkonzept. Wir wollen jedenfalls eines erreichen, dass die Menschen mit mittleren und unteren Einkommen stärker entlastet werden. Wir wollen keine Steuerreform mit einer großen Gießkanne, die auch die ganz hohen Einkommen entlastet. Dafür sehen wir überhaupt keinen Bedarf. Aber bei den mittleren und unteren Einkommen, da wollen wir ganz gezielt entlasten. Und das zeigt auch schon das Konzept der niedersächsischen Landesregierung. Sie sagen, das geht ungefähr in die Richtung, dass Sie dann auch... Das geht in die richtige Richtung. Wir werden ein anderes Konzept vorlegen. An dem arbeiten wir noch. Darüber werden wir noch reden. Die Welt ist neugierig. Volker Kauder, die Union lehnt sich einfach zurück und sagt, auf Berlin Dit Luft, kommt die Kanzlerin ein weiteres Mal im Schlafwagen an die Macht? Also zunächst einmal, glaube ich, dürfen wir uns über die 3 gewonnenen Landtagswahlen freuen. Es war ja am Anfang des Jahres nicht unbedingt vorherzusehen, dass wir
mit 3-0 in die Führung gehen würden. Und insofern haben wir uns gefreut über die Ergebnisse. Aber wir wissen ganz genau, dass vor uns noch eine schwierige Zeit liegt, dass wir noch einige Aufgaben erledigen müssen. Auch in der Regierungskoalition haben wir noch ein paar größere Projekte zu bewältigen. Und natürlich werden wir dann im Juli auch unser Programm vorstellen, mit dem wir das Land in den nächsten 4 Jahren regieren wollen. Wir fragen uns heute in diesen 60 Minuten, Elisabeth Nia, ob es eigentlich diese Wechselstimmung im Land gibt und ob es auch einen Kandidatenkampf gibt. Sie sind eine erfahrene Wahlberichterstatterin und Wahlbeobachterin Politik sowieso. Das tun Sie seit vielen Jahren für die Zeit und demnächst für die Wirtschaftswoche. Haben Sie jemals erlebt, dass man mit einem Kandidaten, einem Kanzlerkandidaten oder gar einem Programm so verstohlen umgeht? Nee, habe ich nicht. Andererseits finde ich es aber auch nicht so schlimm, weil ich glaube, die SPD konnte das irgendwie niemandem recht machen, wenn die jetzt direkt am Tag nach der NRW-Wahl, wie es eigentlich geplant war, dieses Programm präsentieren, dann hätten alle gesagt, oh, sind die blöd, das geht doch jetzt total unter, jetzt reden alle nur über Laschet und Hannelore Kraft und das wäre ihnen auch als schlechtes Management vorgeworfen worden. Ich glaube, am Ende braucht die SPD ein vernünftiges Steuerkonzept, weil sie unterscheidbar sein muss. Also die Landtagswahlen haben gezeigt, die Union punktet mit Kandidaten in der Mitte, Kramp-Karrenbauer, Laschet, das sind eben nicht rechte Kandidaten gewesen und für die SPD ist, glaube ich, wichtig, unterscheidbar zu sein. Dazu gehören auch gute Konzepte. Und trotzdem, wenn ich mir so angucke, international, Macron, Obama, die Leute werden am Ende mindestens so sehr für die B-Note wie für die A-Note gewählt. Also die Spiegelstriche machen es auch nicht. Am Ende wird für Schulz auch entscheidend sein, ob er zu seinem eigenen Sound so wieder zurückfindet, ob er die Leute emotional anspricht. Und da hat er vielleicht dann am ehesten auch noch Chancen, gegen die Kanzlerin zu punkten, wo ich sagen würde, das ist nicht so deren Kernkompetenz. Mhm. Oder war es ein inhaltliches Problem, Frau Nia, dass mit dieser Gerechtigkeitsfrage eben die Wähler nicht so zu locken waren oder von dem nicht so überzeugt waren, wie die SPD das ursprünglich hoffte? Also da gibt es immer so ein Missverständnis. Ich habe da zugegebenermaßen so eine Minderheitenmeinung. Ich glaube so in Zeiten, von der ich aber sehr überzeugt bin, ich glaube nämlich so in Zeiten wie jetzt, wo eigentlich so der Staat relativ viel Geld einnimmt und zweistellige Milliardenbeträge an Überschüssen da sind, ist eigentlich genau die Zeit, wo man über Verteilung und Gerechtigkeit reden kann. Also normalerweise wird ja immer gesagt, die Leute sind doch alle so zufrieden und dann kann so ein Gerechtigkeitswahlkampf nicht punkten. Und ich glaube so in Krisenzeiten, dann heißt es immer, ja, jetzt kann man unmöglich die Löhne erhöhen und jetzt ist kein Geld für Sozialpolitik da. Ich glaube, in solchen Zeiten wie jetzt haben die Leute am ehesten das Gefühl, was müssen wir eigentlich machen, damit auch bei denen, die nicht so viel haben, ein bisschen was davon ankommt. Und damit sind wir bei den beiden Wissenschaftlern in dieser Runde. Herr Professor Hüther, fangen wir bei Ihnen mal an. IW in Köln, Institut für Wirtschaftsforschung. Sie würden vielleicht auch der These zustimmen, dass wir zwei sozialdemokratische Parteien haben und dass sie die Politik der CDU von der SPD gar nicht so sehr unterscheidet. Macht es das so kompliziert, in die Offensive zu gehen und beispielsweise auch für die SPD so kompliziert, in die Offensive zu gehen? Zwei Argumente. Das eine ist diese große Nähe. Und das hat man ja auch gesehen, dass in der letzten oder jetzt zu Ende gehenden Legislatur ganz viel abgearbeitet wurde, was sozialdemokratischen Inhalt hat, obwohl es der kleinere Partner ist. Es ist also durchgegangen in den Koalitionsverhandlungen. Wir haben ja einen Ausbau der Sozialleistungen erlebt und keinen Rückbau. Das ist das eine. Zweites aber, wir starten in ein Wahljahr, das die beste ökonomische Situation ausweist aller Wahljahre seit der Wiedervereinigung. Es gab kein Wahljahr seit 1990, in dem die ökonomische Situation besser war. In einer solchen Situation zu erklären, was es jetzt zu tun ist, natürlich umso schwieriger. Also was ist der Handlungsbedarf? Wir haben den Höchststand der Beschäftigung. Wir haben die geringste registrierte Arbeitslosigkeit. Wir haben den Höchststand der offenen Stellen. Wir haben Reallohnzuwächse in den letzten Jahren in erheblichem Maße. Die Menschen sind, schauen sich das sozioökonomische Pendel an, was beim Kollegen am DEW betreut wird, dann haben sie dort ein Höchstmaß der Zufriedenheit, ein Geringstmaß der Sorgen. Gleichzeitig müssen wir sagen, da sind aber ein paar Voraussetzungen, die sind möglicherweise nicht ganz so in Beton gegossen, wie manche glauben. Wir haben von der weltwirtschaftlichen Seite all diese Diskussionen um den Handel, die Frage, ob der Ölpreis auf dem Niveau bleibt. Wir werden eine Änderung der Zinspolitik, der Geldpolitik in der nächsten Legislatur sehen. Und wenn Sie ein Zinsniveau haben, das da 2-3 Punkte höher ist, dann ist der Überschuss im Haushalt auch relativ schnell wieder weg. Das heißt, wir müssen eigentlich in der guten Zeit, dann, wenn die Sonne scheint, erklären, dass wir Dacharbeiten vornehmen, damit es wieder regnet, es nicht reinregnet. Und das ist die
Schwierigkeit. Sie müssen den Leuten dann klar machen, wenn sie keinen Sanierungsdruck spüren, dass sie trotzdem an den Grundfesten des Systems auch arbeiten müssen. Also, wie das schaffen wir es aber dann? Mit der These von Frau Nier. Ja, aber sozusagen die Punkte werden halt kleinteiliger. Es ist nicht das große System der sozialen Sicherung gefragt, sondern wie kriege ich denn die Langzeitarbeitslosen rein, wo ich Einzelantworten finden muss, weil wir viele Projekte in der Republik haben. Die Länder probieren viel, die Bundesagentur. Und zusammengenommen kommen wir nicht wirklich voran. Aber das ist ein entscheidendes Thema. Bildungssystem ist immer richtig. So, und damit sind wir bei Marcel Fratscher vom DIW, vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung hier in Berlin. Herr Fratscher, ist das nachvollziehbar zu sagen, in einer Zeit, in der wir eine Sahne-Arbeitslosenquote haben, in der wir einen Exportboom haben, in der es der Wirtschaft so gut geht, da verkauft man schlecht, dass Deutschland ein Gerechtigkeitsproblem hat oder dass die Schere weiter auseinandergegangen ist? Empfinden es die Menschen vielleicht einfach nur nicht so? Doch, die Menschen empfinden es so. Natürlich ist es richtig, dass viele Menschen zufrieden sind und in Arbeit sind. Aber 70% der Deutschen sagen auch, dass sie die soziale Ungleichheit als zu hoch empfinden. Das ist auch wichtig. Also das ist kein Widerspruch zu sagen, ja, natürlich geht es uns gesamtwirtschaftlich gut, aber nicht alle haben eine Teilhabe daran. Wir müssen, also sicherlich hat Herr Rüther für die Gesamtwirtschaft recht, aber wir sehen auch, ein Drittel der Beschäftigten, nämlich die mit den niedrigsten Löhnen, haben heute geringere Einkommen als noch vor 15, vor 20 Jahren. Das ist kein linearer Prozess. Man kann jetzt sagen, seit 2005 ist es ja nicht schlimmer geworden, seit dem historischen Höhepunkt der Ungleichheit. Aber die Schere ist weiter aufgegangen bei den Einkommen und Löhnen. Es gibt einen sehr großen Niedriglohnbereich. In Deutschland leben 15% der Menschen mittlerweile unter dem Armutsrisikoquote. Das ist 5 Prozentpunkte mehr, hat sich um 50% erhöht über die letzten 15 Jahre. Wir sehen also, viele Menschen haben nicht Teil an diesem wirtschaftlichen Erfolg. Viele Menschen haben Angst um die Zukunft. Und deshalb ist es auch so wichtig zu sagen, was muss die Politik heute tun, damit der Wohlstand, der gesamtwirtschaftlich heute da ist, alle Menschen mitnimmt und auch in 5 oder in 10 Jahren da ist. Deshalb Investitionen in mehr Verteilungsgerechtigkeit, mehr Chancengleichheit. Ich glaube, da liegt der Schlüssel, alle Menschen mitzunehmen über eine bessere Bildung, bessere Chancen im Arbeitsmarkt. Und vor allem auch Investitionen in Infrastruktur, in Innovation, also das, was Deutschland heute erfolgreich macht. Nun hört man natürlich das nicht zum ersten Mal. Und die Parteien, über die wir reden, sind eben tatsächlich auch längere Zeit schon in der Regierung. Die SPD sagt, wir müssten jetzt das Angebot verbreitern. Das macht der Parteivize Thorsten Schäfer-Gümbel in Bezug auf das, was die Partei an Programmatik, da ist die richtige Kamera, an Programmatik anbietet für den deutschen Wähler. Das klingt ein bisschen irgendwie nach dem Discounter, in dem die Regale mal schnell neu gefüllt werden. Schauen Sie sich mal an. Wow, was für eine Fallhöhe. Noch vor 3 Monaten war er der Superschulz. Medien und Wahlvolk fraßen ihm aus der Hand. Das SPD-Angebot klang so verlockend. Dann geht es nicht gerecht im Lande zu. Gerecht, nicht gerecht, nicht gerecht, nicht gerecht. So. Und jetzt? Neudeutsch würde man sagen, Mid-Season-Sale bei der SPD. So viele Ladenhüter und es ist nicht mal Schlussverkauf. Ganze Abteilungen im SPD-Kaufhaus mussten geschlossen werden, wegen Inventur. Dass wir nachdenken müssen, was wir hier in Berlin ändern müssen. Denn der einstige Verkaufssitz zieht nicht mehr bei den Massen. Also versucht die SPD holter die Polter, die Produktpalette zu erweitern. Wir müssen in die Schiene, wir müssen in die Straßen, in die digitale Infrastruktur, in die ländlichen Räume investieren. Wir müssen Forschung und Entwicklung vor allen Dingen weiter fördern. Und ausgerechnet die Filiale in Hannover haut schnell ein Steuerkonzept raus. Untere und mittlere Einkommen entlasten, Spitzensteuersatz für Großverdiener anheben. Das ist, wenn Sie so wollen, ein Konzept mit Maß und Mitte. Bleibt die Frage, hat der Zukunftsplan für Deutschland Potenzial als neuer Verkaufsschlager? Oder sind es doch wieder die alten Ladenhüter für den Grabbeltisch? Herr Oppermann, die Frage, wenn eine Partei Profil und Themen so suchen muss, hat sie die dann überhaupt gehabt? Wir müssen die Themen nicht suchen, Frau Illner. Ich selber bin ja einer der Vorsitzenden der Programmkommission. Über diese Punkte, die Sie da eben in dem Trailer berichtet haben, über die diskutieren wir schon seit Monaten. Wir wollen in diesem Wahlkampf die Vertiefung der Europäischen Union in den Mittelpunkt stellen.
Zukunftsinvestitionen, wie schaffen wir es, durch mehr Investitionen in Bildung, Ausbildung, Forschung und Entwicklung, in schnelles Internet, die wirtschaftlichen Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass Deutschland ein starkes Land bleibt. Wir haben sehr gute Chancen, während Gerhard Schröder vor 15 Jahren bei 5 Millionen Arbeitslosen mit dem Rücken zur Wand stand, können wir heute aus einer Position der Stärke heraus diese Investitionen vornehmen. Und dann wollen wir diese Gesellschaft sicherer und gerechter. Gut. Und dafür gibt es ganz viele Anhaltspunkte in Deutschland. Wir sind, vielen geht es besser, aber viele sagen, es geht nicht überall gerecht so in diesem Land. So, und Sie sind gestartet mit dem, es muss gerechter werden. Sie sind gestartet mit der hart arbeitenden Mitte, um die Sie sich kümmern. Mhm. Ist das Thema Gerechtigkeit in Ihren Augen, und das war die Frage unseres Einspielers, ist das Thema Gerechtigkeit mittlerweile ein Ladenhüter in Ihren Augen? Das ist doch kein Ladenhüter. Ich halte das für ein ganz wichtiges Thema, weil das betrifft ganz viele Menschen. Es gibt in diesem Lande viele Menschen, die nicht nur hart arbeiten, sondern die es nicht einfach haben, auch wenn sie zwei Einkommen haben, in einer Familie über die Runden zu kommen. Das sind Menschen, die suchen einen Kita-Platz, weil vielleicht einer der beiden Partner seine Arbeitszeit erhöhen will. Damit gibt es große Schwierigkeiten. Sie haben ja gerade festgestellt, es fehlen 300.000 Kita-Plätze in Deutschland. Die haben aber auch manchmal das Gefühl, dass es nicht gerecht zugeht, wenn sie bei einem Facharzt einen Termin haben wollen. Oder wenn sie sehen, wie die Zustände in der Schule der Kinder sind, dass da dringend etwas investiert werden muss. Es gibt viele Punkte, wo die Menschen das Gefühl haben, es läuft nicht alles gut in diesem Land und daran müssen wir arbeiten. Und ich will Ihnen eines sagen, Herr Fratscher hatte darauf hingewiesen, 40% der unteren Einkommen haben von der wirtschaftlichen Entwicklung nicht profitiert. Zur Gerechtigkeit gehört für mich, dass alle Menschen, die hart arbeiten, auch an der wirtschaftlichen Entwicklung dieses Landes teilhaben müssen, die brauchen höhere Löhne in Deutschland. Wir haben einen Mindestlohn. Okay. Ein Mindestlohn ist ein Mindestlohn, aber kein guter Lohn. Ja. Und deshalb sagen wir, wir müssen dringend die Möglichkeiten für die Ausweitung der Geltung von Tarifverträgen in Deutschland voranbringen, damit wir endlich auch in diesem Bereich der Gesellschaft höhere Löhne haben. Okay. Eine Ergänzung, damit diese Zahl nicht falsch im Raum bleibt. Diese 40%, die Sie aufrufen, sind nicht dieselben Menschen, sondern das ist dann die Gruppe, die am unteren Ende der Einkommensskala sind. Da sind heute viele Menschen drin, die vor dem Vergleichszeitraum 2000, 2005 überhaupt nicht erwerbstätig waren. Also es wird immer so getan, als gäbe es eine Gruppe, 40% der Gesellschaft, die in den letzten 10 Jahren nichts erlebt hätte an Einkommenssteigerung, nichts erlebt hätte an Verbesserung ihrer individuellen Lebenssituation. Das stimmt nicht. Wir haben eine Gruppe, sozusagen, die insgesamt, oder die 40% ist diese Quote, aber das sind andere Menschen. Weil aber es spricht doch nichts dagegen, das sind viele Frauen. Es spricht doch überhaupt nichts dagegen, dass die endlich höhere Löhne bekommen. Aber Sie müssen doch fragen, ist es dieselbe Gruppe, die nichts bekommen hat, oder sind andere reingekommen, weil wir viele Zuwanderer hatten, weil wir viele aus dem Rand der geringfügigen Qualifikation in den Arbeitsmarkt integriert haben. Schauen Sie, wir haben heute 43,5 Millionen Erwerbstätige. Wir hatten, als Gerhard Schröder die Reformen gemacht hat, 38 Millionen Erwerbstätige. Und das sind natürlich viele auch im Rand gewesen. Insofern muss man aufpassen, welche Aussage man damit tätigt. Man muss vor allen Dingen fragen, welche Qualität hat diese Arbeit, Herr Hüther? Und ist das in allererster Linie ein Zugewinn an Jobs gewesen, Herr Fratscher, in dem prekären Bereich? Also tatsächlich Zeitarbeit, Leiharbeit, Werkverträge. Wenn ich mich nicht irre, hat es da die größten Zuwächse gegeben in der Zeit? Ist in beiden Bereichen Zuwächse gegeben. Bei den temporären Arbeiten, bei den Werkverträgen, auch bei den Sozialversicherungspflichtigen. Also der Niedriglohnbereich ist sehr groß. Er ist nicht weiter angewachsen, aber er bleibt groß. Und die Frage, was Herr Hüther sagt, ist natürlich richtig. Die Frage ist natürlich, was ist unser Anspruch als Gesellschaft? Ist das, wollen wir die Leute nur in Arbeit bringen, irgendwelche Arbeit bringen oder in Arbeit bringen, in denen sie auch Chancen haben, höhere Einkommen haben? Der Schlüssel liegt wirklich in der Qualifizierung. Wir sehen, dass die Löhne der Menschen, die geringe Qualifizierung haben, massiv, aber massivst gesunken ist über die letzten 15, 20 Jahre. Das heißt, man kann sicherlich über Tarifverträge sprechen, aber wichtiger noch ist die Qualifizierung. Den Menschen eine Qualifizierung zu geben, dass sie bessere Jobs bekommen können. Die sind nämlich vorhanden. Wir haben, wie Hüther sagte, über 1 Million offener Jobs in Deutschland heute. Unternehmen suchen händeringend nach qualifizierten Arbeitskräften. Also das Problem ist nicht, dass die Arbeit nicht da ist. Das Problem ist, dass viele Menschen einfach
einfach in dieser geringfügigen Beschäftigung mit geringen Löhnen bleiben. Das Thema Frauen ist auch ganz wichtig, denen viele Hürden in den Weg gelegt werden. Wir wissen, Unterschiede bei der Bezahlung zwischen Männern und Frauen. Gender Pay Gap ist in kaum einem Land so groß wie in Deutschland. Also auch hier findet Diskriminierung statt über verschiedene Gruppen, nicht nur qualifiziert, gering qualifiziert, auch zwischen Männern und Frauen. Und das ist nicht nur eine Frage der Gerechtigkeit, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Der deutschen Wirtschaft entsteht dadurch ein wichtiges Potenzial. Wenn wir Menschen nicht richtig qualifizieren, ihre Talente, Fähigkeit nicht nutzen können, das einbringen können und damit auch letztlich mehr Wohlstand für alle schaffen können. Okay, Herr Kauder ist gleich dran, nur weil er sich schon zweimal räusperte. Frau Nier, Frage nach der hart arbeitenden Mitte. Das war der zweite Slogan der SPD, dass wir uns dringend um diese Menschen kümmern müssen. Um den Busfahrer, der genauso viel Respekt braucht wie der Mediziner, sagte Martin Scholz regelmäßig. Kümmern wir uns um diese Mitte zu wenig oder zu viel im Vergleich zu denen, die noch weniger haben? Also in der Mitte sind ja nun einfach besonders viele Menschen. Deswegen ist es auch naheliegend, dass sich die größeren Parteien im Wahlkampf immer auf die fokussieren. Ich persönlich finde, dass es eigentlich eher auch um Armutsbekämpfung gehen müsste. Als so immer beschrieben wurde, als Schulz so auftrat, die SPD rückt jetzt nach links, hatte ich immer den Eindruck, da ist irgendwie auch so ein bisschen so ein Missverständnis da, weil eigentlich vieles von dem, was er so vorschlägt, wirklich eher auf die Mitte zielt. Also diese Änderung beim Arbeitslosengeld 1, das erste, womit er so Schlagzeilen gemacht hat, zielt eben auf Leute, die lange berufstätig waren, nicht irgendwie auf Hartz-IV-Empfänger. Wenn man jetzt sagt, bei den Kitas wollen wir die Gebühren senken, davon profitieren in erster Linie diejenigen, die ganz gut verdienen, weil nur die hohe Kita-Gebühren zahlen. Also jemand, der also ein ganz niedriges Gehalt hat oder so, den betrifft das gar nicht so. Deswegen ja, sehe ich da Schulz eigentlich eher so als Mann, der da um die Mitte wirbt. Und nach meinem Geschmack könnte eigentlich eher noch viel mehr für Armutsbekämpfung wirklich getan werden. Ich glaube, Sie haben ja gesagt, viele Stellen sind geschaffen worden für Leute, die vorher nicht beschäftigt waren. Das sind zum großen Teil wirklich Frauen, die zum Beispiel Minijobs oder geringfügige Beschäftigung machen, teilweise freiwillig, teilweise nicht. Einige haben, das war vielleicht ein Übergangsphänomen aus so einer Situation, wo wir ganz viel Einverdienerfamilien hatten, aber damit muss man sich ja nicht auf Dauer zufrieden geben. Das kann ja irgendwann auch mal anders werden. Und deswegen, ja, darüber reden immer alle, aber es passiert ja nicht. Also wenn man sich hier in Berliner Schulen umguckt, das ist so schrecklich. Also jedes Bürogebäude in Berlin-Mitte hat bessere Toiletten als die Schulen, die ich so kennengelernt habe. Und damit kann man sich nicht abfinden. Auch schon seit 20 Jahren, da frage ich mich, hätte man nicht mal ein paar Mittel umschichten können? Also bestimmte Dinge hört man zwar immer wieder, aber ich meine, was man ja eigentlich irritiert, dass wirklich nichts passiert sein soll. Ich kann das nicht aus allen Bundesländern gleichermaßen beschreiben. Es würde ja geradezu nahelegen, dass unsere gesamte politische Klasse in den letzten 15 Jahren versagt hätte und nichts geleistet hätte. Und das müssen wir vielleicht auch mal ein bisschen justieren. Es gibt Brennpunktprobleme, aber es gibt auch viele Verbesserungen. Wenn ich die Kinderbetreuungsinfrastruktur anschaue, mit dem Elterngeld, mit der Einführung, haben wir heute für die unter Dreijährigen in den meisten Bundesländern erhebliche Angebote, die wir vorher nicht hatten. Aber es wird halt immer als Sozialpolitik abgetan. Nee, in Wahrheit ist das doch eine Investition. Es ist Wirtschaftspolitik. Ja, nur ja, so können die Benennung ändert ja das Thema nicht. Werden. Wir haben nur deswegen solche Steuerüberschüsse, weil mehr Menschen berufstätig sind, mehr Menschen Steuern zahlen. Und das ist nur möglich, wenn man wirklich in den Bildungsbereich investiert, mehr Kitaplätze, Gesamtschulen. Aber so schlecht können wir nicht gewesen sein, sonst hätten wir heute nicht so viel in Arbeit als Steuerzahler. Ja, die Kinder bilden wir aber für die Zukunft aus, Herr Hüther. Herr Kauder soll sich nicht mehr nur räuspern. Wir stellen ihm eine politische Frage. Wenn sich alle, Herr Kauder, so sehr um diese vermeintliche Mitte kümmern, um die hart arbeitende Mitte. Gibt es eigentlich auch eine Mitte, die nicht hart arbeitet? Egal, das fragen wir uns ein andermal. Wer kümmert sich dann um die Minijobber? Wer kümmert sich um die, die Leiharbeit sind und die zu diesen 40% gehören, bei denen es eben leider auch kein Vermögen gibt? Überlassen die beiden Volksparteien das dann einfach der Linken und der AfD? Also zunächst einmal bin ich geprägt von Erfahrungen im Jahre 2005. In den schwierigen Jahren 2008 und 2009. Und da hatten die Menschen eine einzige Sorge, ob es gerecht ist, dass die einen einen Arbeitsplatz haben und die anderen Kurzarbeit und keinen Arbeitsplatz haben. Und da hat man sehr viel gemacht, um den Menschen eine Perspektive zu geben. Wenn ich an die jungen Leute in vielen europäischen Ländern denke, die sagen, wir möchten eine Situation wie in Deutschland, dass wir einen Ausbildungsplatz haben, eine Perspektive für einen Arbeitsplatz. Und deswegen sage ich, die erste Aufgabe, die wir haben, ist, dass wir den guten Weg in die Vollbeschäftigung hinein erhalten und weiter ausbauen. Gerecht ist, wer Arbeitsplätze schaffen kann. Das ist das ganz zentrale Thema, weil das auch die Perspektive für junge Leute ist. Und jetzt Arbeit oder Arbeit?
Zunächst einmal muss man sagen, arbeiten. Wenn ich an die vielen Menschen mit Migrationshintergrund denke, dann haben die einen Wunsch, dass sie in eine Beschäftigung kommen, wo sie ihren Lebensunterhalt oberhalb der Hartz-IV-Grenze bestreiten können. Die werden nicht gleich in die besten Arbeitsplätze kommen, aber die werden eines Tages, wird es dann auch heißen, da haben wir eine ganze Reihe von Menschen, die in einem nicht so gut bezahlten Arbeitsplatz sind. Aber ich bin froh um jeden mit Migrationshintergrund, der an den Arbeitsprozess kommt. Und zweitens, also wir haben ja in der Vergangenheit wirklich einiges gemacht. Wenn ich nur daran denke, dass wir den Mindestlohn endlich eingeführt haben. Und dass wir jetzt den Unterhaltsvorschuss ausweiten für vor allem alleinerziehende Frauen. Das ist ein ganz enormer Punkt, dass wir dass wir für junge Familien doch einiges gemacht haben. Das Elterngeld beispielsweise, Elterngeld Plus ausgebaut haben. Herr Kauder, ich zeige Ihnen mal das, was... Dass wir im Pflegebereich ganz massiv hineingegangen sind und was getan haben. Also jetzt so zu tun, als kümmere man sich nicht um diese Menschen, ist falsch. Es haben vielmehr die Menschen, die jeden Tag ganz normal zur Arbeit gehen, die haben den Eindruck, kümmert man sich auch um uns. Und deswegen ist es richtig, dass wir den Weg weitergehen, die Entlastung derjenigen, die jeden Tag zur Arbeit gehen und auch um sich um die kümmern, die es schwerer haben im Leben. Und da kann man sagen, da gebe ich dem Herrn Fratscher völlig recht, die Zukunft unserer jungen Generation hängt ganz entscheidend davon ab, dass sie eine qualifizierte Ausbildung hat. Wir reden jetzt sehr viel über die Toiletten an Schulen. Ist auch wichtig. Reden wir sehr viel drüber. Aber ich muss mal sagen, für mich ist mindestens so wichtig, ob die Inhalte in unserer Schule noch ausreichend sind, um junge Menschen, die heute in die Schule gehen, für die Aufgaben in 50 Gut, über die Bildung Jahren reden wir noch. Das ist ja auch ein Dauerbrenner, weil ich glaube, gegen Bildung habe ich noch keinen Politiker jemals irgendwas haben hören. Aber vielleicht können wir uns noch mal, Herr Kauder, weil ich habe meine Frage nicht vergessen, anschauen, was der Professor Fratscher mit seinem DIW ausgerechnet hat. Von ihm ist nämlich diese jüngste Studie zur Entwicklung der Realeinkommen in den Jahren 2000 bis 2014 ist das Realeinkommen steuerbereinigt, also der oberen 60% um 7,5% gestiegen und das der unteren 40% um diese minus 4,5%. Herr Hüther hat sich dazu schon geäußert und auch gesagt, dass das eine floatende Zahl von Menschen ist. Und dennoch die Frage, ist es eine gute Politik, Herr Kauder, wenn man am Ende bei diesem Befund landet? Sie können jetzt sagen, 15, 16 sind die Löhne wieder gestiegen, aber de facto hat es für nicht die Mehrheit, aber 40% der Menschen dieses Landes sogar eine Reallohnsenkung gegeben. Bei dieser wirtschaftlichen Entwicklung, das ist doch irre. Naja, da würde ich jetzt auch mal das aufgreifen wollen, was der Herr Hüther gesagt hat. Wir haben, man muss immer sehr genau auf kleinere Gruppen schauen, auch auf Einzelfälle. Da gibt es Menschen, die von null, nämlich von Hartz IV, in den Arbeitsprozess gekommen sind und auch ganz gute Löhne haben. In meiner Heimat haben die Menschen wirklich gute Löhne, weil sie qualifizierte Arbeitsplätze haben. Und dann gibt es welche, die haben, sind eingestiegen und haben nicht ganz diese Situation erreichen können. Aber da wird ja auch daran gearbeitet, dass die es besser haben. Ich sage mal ein Beispiel, was mir macht Sorge dann, wenn jemand nicht so einen guten Lohn hatte, wie wird es mit seiner Alterssicherung? Da machen wir jetzt gigantische Anstrengungen mit der Betriebsrente, die wir ausbauen. Betriebsrentenstärkungsgesetz wird in der nächsten Sitzungswoche verabschiedet. Die Renten steigen. Wir haben gesagt, wir wollen die private Sicherung weiter stabilisieren. Nicht alles aufzählen. Ich frage noch mal die politische Frage, die ich nicht vergessen habe. Überlassen Sie, Herr Kauder, diese Menschen der AfD und den Linken, weil sie nicht dem Satz zustimmen können, Deutschland geht es so gut wie nie zuvor. Die sagen nämlich, mir nicht. Deswegen stimmt es trotzdem, dass es Deutschland so gut geht wie nie zuvor. Ist das überzeugend? Ja, es gibt aber sicher Menschen, die sagen, mir persönlich geht es nicht so gut. Und da wird man eben genau hinschauen müssen, was die Ursachen davon sind. Mhm. Und da stelle ich zum Beispiel in meiner Heimat fest, die Ursache dafür ist immer mangelnde Qualifikation. Deswegen können die offenen Stellen nicht besetzt werden.
Und da muss mehr getan werden in der Weiterbildung, dass wir auf das Niveau auch kommen können. Und das sage ich auch. Mein Blick fällt nicht wie manchmal in der Wirtschaft auf. Wir brauchen mehr qualifizierte Zuwanderung. Mein Ziel heißt, wir brauchen eine höhere Qualifizierung der Menschen, die schon in Deutschland sind. Das wir brauchen beides. In Wirklichkeit brauchen wir beides. Aber ich bin, muss ich sagen, mit dieser Lohnentwicklung, die in der Kurve eben aufgezeigt worden ist, nicht zufrieden. Dass Niedrigqualifizierte weniger verdienen als Höherqualifizierte, das erscheint logisch. Absolut. Aber warum das Einkommen der Niedrigqualifizierten absinkt, das ist nicht nachvollziehbar. Ich finde, das ist eine ganz andere Gruppe, als es damals war. Diese Quoten können Sie im Grunde als nicht aussagekräftig beiseite legen. Diese bringen uns nicht wirklich weiter in der Frage, was diese Politik Leute tun muss. Diese Leute gehen jeden Tag zur Arbeit. Und die gehören auch zu den hart arbeitenden Menschen in diesem Land. Und die müssen feststellen, dass sie im Durchschnitt mit 1.000 Euro nach Hause gehen. Und ich sage Ihnen, Herr Hüther, das ist keine zwangsläufige Entwicklung. Natürlich brauchen wir mehr Qualifizierung. Mhm. Aber wir brauchen eben auch einen fairen Anteil an dem, was erwirtschaftet wird für diese Gruppe. Und deshalb sage Sie ich haben einmal, auch das diskutiert in Ihrer Partei, Herr Oppermann, weil es ja immer wieder zu der Frage zurückführt, muss man auch Teile der Agenda 2010 rückabwickeln. Das, was Deutschland wirtschaftlich den Erfolg gebracht hat, hat an anderen Stellen wirklich nachteilige Entwicklungen für die Menschen bedeutet, weil sie schlechtere Jobs angenommen haben. Also wenn jemand, der vorher keinen Job hatte, jetzt einen Job hat, ist das keine nachteilige Entwicklung. Absolut. Und wir haben bei der Agenda 2010 immer gesagt, das muss einhergehen mit mehr Ausgaben und Investitionen in Bildung und Ausbildung. Wir haben damals übrigens ein Ganztagsschulprogramm auf den Weg gebracht. Martin Schulz hat heute eine Grundsatzrede zur Bildungspolitik gehalten und hat gesagt, die Grundschüler, wir haben 3 Millionen Grundschüler in Deutschland, 62% von denen brauchen eigentlich aus Sicht ihrer Eltern eine Ganztagsbetreuung. Wir haben aber nur 1 Million Ganztagsplätze in der Grundschule. Wir wollen eine weitere 1 Million Ganztagsplätze in Grundschulen schaffen, dass die Eltern nicht sozusagen schon mittags nach Hause kommen müssen, um ihre Kinder zu betreuen, sondern dass sie mehr arbeiten, dass insbesondere Frauen ihre Teilzeit aufstocken können, also mehr Erwerbstätigkeit da ist. Das wäre auch eine Maßnahme, um untere Einkommensgruppen besser zu stellen und ihnen einen größeren Anteil an dieser wirtschaftlichen Entwicklung zu geben. Wir brauchen mehr Investitionen in Bildung. Und wir haben das, Volker Kauder hat das völlig richtig gesagt, auch bei den Alleinerziehenden gemacht. Wir haben jetzt ihnen den Unterhaltsvorschuss bis zur Volljährigkeit ihrer Kinder gegeben. Das ist ein großes Problem für alleinerziehende Frauen. Das nützt in erster Linie berufstätigen Alleinerziehenden, die jetzt sozusagen auch noch ihre Stunden weiter aufstocken können und mehr verdienen können, wenn wir gleichzeitig uns um die Kinder kümmern. Kann man, Frau Nier, ist meine nächste Frage, kann man mit Bildungspolitik Wahlen gewinnen? Man kann mit Bildungspolitik Wahlen verlieren, das haben wir erlebt. Wird Martin Schulz derjenige sein, der zum allerersten Mal mit wir brauchen G9, wir brauchen mehr Gesamtschulen eine Wahl gewinnen kann? Also ich habe immer den Eindruck, dass die Parteien dem selber nicht trauen. Denn wenn man anguckt, was sie tatsächlich machen, ist ja eigentlich doch, dass sie meistens Wahlgeschenke irgendwie verteilen, die direkt der Mittelschicht in irgendeiner Form Geld geben. Also so wie die Union jetzt zum Beispiel von Schulen redet, aber in Wahrheit vor allem ein Baukindergeld. Ich referiere jetzt Ihre Wahlvorschläge. Dass die Inhalte mindestens so wichtig sind in der Schule. Ja, aber wo fließt das Geld im Wahlkampf hin? Im letzten Wahlkampf haben Sie die Mütterrente erfunden. Sehr populär, nützte aber vielen Leuten, die eigentlich im Alter eigentlich ohnehin schon ganz gut abgesichert waren. Genauso ist es jetzt mit dem Betriebsrentenkonzept. Nein, es waren 9 Millionen Frauen, Frau Nier. Sie hatten ganz viele Fans, Sie hatten ganz viele Stimmen. Das will ich auch überhaupt nicht bestreiten, dass das im Wahlkampf Ihnen genützt hat. Das sage ich ja gerade. Aber wenn man sich über Prioritäten unterhält, ist es eben so, dass wenn man investiert in Schulen, dass das nicht so stark von dem Einzelnen oft gespürt wird, dass das viel langfristiger sich erst auswirkt und deswegen im Wahlkampf lieber Geschenke verteilt werden. Die SPD hat die Rente ab 63 erfunden für die Facharbeiterklientel. Sie machen jetzt Betriebsrenten. Die kriegen auch die festangestellten Facharbeiter, die sowieso im Alter schon abgesichert sind. Das ist kein Instrument in erster Linie gegen Altersarmut. Das sei den Leuten gegönnt. Aber meine Wahrnehmung ist, dass über
über Bildung immer viel geredet wird, aber wenn es hart auf hart kommt in den letzten Monaten, wird das aber Geld für ganz andere Dinge versprochen. Nein, ich will jetzt mal ein Beispiel sagen, weil das stimmt nicht, weil der Herr Hüther darauf hingewiesen hat. Zunächst einmal ist es ja schon eine Frage, die Länder haben immer großen Wert darauf gelegt, dass Bildung ihre Sache ist. Und wenn man davon spricht, dass wir gigantische Steuereinnahmen haben, dann bekommt der Bund davon 47% und 53% fließen in die Länder. Es wird ja immer so getan, als ob nur der Bund, als ob nur Schäuble einen großen Geldsack bekommt und die anderen nicht. Das ist nicht wahr. Und wenn ich mir in Berlin anschaue, was man da für einen Investitionsnachholbedarf in die Schulen hat, das weiß man doch nicht erst seit heute. Wenn ich dann aber lese, dass man Bezirksrathäuser saniert hat und gemacht hat, aber in den Schulen nichts gemacht hat, dann muss ich sagen, es kann nicht immer nur die Verantwortung auf den Bund geschoben werden für Aufgaben, die primär Aufgaben der Länder sind. Da meldet und sich da die Moderatorin. Da gibt es Länder, wo es gut funktioniert und da gibt es Länder, wo es nicht gut funktioniert. Das kennt die Moderatorin und auch und viele Wähler. Da ist auch von den Konsequenz gezogen worden bei der letzten Wahl. Und man kann trotzdem sagen, Herr Kauder, dass die Fragen, die wir uns in dieser Sendung stellen wollen, nämlich ob Deutschland ein Gerechtigkeits- oder Ungleichheitsproblem hat, ja, nein, nicht ausschließlich mit einem Kampf um G9 und bessere Toiletten zu gewinnen sind und einem Streit zwischen Berlin und Baden-Württemberg mit herzlichen Grüßen an Ihre Heimat. Es wird um andere die Schulen okay. Davon gehe ich aus. Wir kommen Sie am besten alle besuchen. Vielleicht darf ich Ihnen einen weiteren Gast unserer Sendung vorstellen. Und zwar ist es Katharina Nurkun. Sie hat lange für die Piraten gekämpft und war Geschäftsführerin der Piratenpartei. Sie erinnern sich, natürlich erinnern Sie sich. Und ist heute Bloggerin und Journalistin, Aktivistin. Sie interessiert sich in jedem Fall für Politik, Frau Nurkun. Wenn wir davon sprechen, dass es einen neuen Wind in der Politik bräuchte und in diesem Wahlkampf, Sie kennen sich aus mit Bewegungen. Wie vermeidet man, dass die wieder zugrunde gehen? Wie sorgt man für einen guten neuen Wind? Ja, zunächst einmal, dass Martin Schulz so eine große Euphorie in der SPD ausgelöst hat. Sagt ja mehr über den Zustand der SPD als über Martin Schulz. Und ich denke, dass viele Menschen sehr viel Hoffnung in dieses neue Gesicht gesetzt haben. Aber die Wähler sind ja nicht dumm. Sie merken ja ganz schnell, ein neues Gesicht macht noch keine neue Partei. Und meine Überzeugung ist, leider ist die SPD für mich unwählbar aus unterschiedlichen Gründen, wie beispielsweise Freihandelsabkommen, Vorratsdatenspeicherung oder Agenda 2010. Da spricht die alte Piratin. Aber ich möchte der SPD ja wirklich alles Gute wünschen, denn für linke Mehrheiten braucht es nun einmal eine SPD. Und von daher würde ich mir wünschen, dass die SPD einen Neustart braucht. Dazu muss man aber mutiger sein. Und ich bezweifle, dass Martin Schulz wirklich der Kandidat eines Neuanfangs ist. Was würde zu diesem Mut gehören? Sie sagen, eigentlich müsste man die Agenda 2010 rückabwickeln. Ist das ein guter Slogan für eine Wahl, zurück in die Zukunft? Naja, man müsste sich schon erst mal von seinen Altlasten distanzieren, um neu ohne Ballast anfangen zu können. Und da gehört natürlich auch, ehrlich zu sein. Und ich denke, das vermissen viele Menschen in der Politik, einfach ehrlich mit seinen eigenen Fehlern umzugehen und zu sagen, naja, dass wir eben so eine Entwicklung haben, dass es immer mehr Menschen in Niedriglohnjobs verschlägt oder viele junge Menschen in befristete Arbeitsverhältnisse. Das haben wir eben auch zum Teil verbockt. So, und das müsste die SPD auch mal ganz klar artikulieren. Und wenn Sie sich ansonsten anschauen, mit wie viel Inspiration gerade in Frankreich Emmanuel Macron gewählt wurde, da hatte man das Gefühl, da gibt es irgendwie eine Bewegung im Land. Wer fällt einem ein unter neuem Wind hier in Deutschland? Christian Lindner vielleicht für die FDP kommt einigermaßen juvenil daher. Ist das irgendwie die Zukunft, also dieser Emmanuel Macron aus Wuppertal? Ja, ich weiß nicht, ob das so für Deutschland passen würde. Aber tatsächlich ist es so, dass ich ja zweifle, ob Martin Schulz der richtige Kandidat ist. Aber es ist tatsächlich viele junge, frische Gesichter gibt in der SPD, die wirklich das Potenzial hätten, für einen Neuanfang zu stehen und das auch durchzuboxen mit Ellbogen notfalls, die aber klein gehalten werden in der SPD. Beispielsweise die Juso-Vorsitzende Frau Ueckermann, die mehrfach die Parteispitze und auch Herrn Oppermann kritisiert hat für seine Position zu TTIP, zu Vorratsdatenspeicherung. Die wurde jetzt auf einen Listenplatz ganz weit hinten verfrachtet, quasi aussichtslos. Und das hätte von der bayerischen SPD, muss man dazu sagen. Und das hätte man belohnen sollen, weil
sie hat wirklich vielen SPD-Wählern, aber auch vielen SPD-Mitgliedern aus dem Herzen gesprochen. Und wir brauchen wirklich mehr junge Gesichter. Und Martin Schulz steht eher für die alte Politik. Mhm. Katharina Nuckin, toll, dass Sie heute bei uns sind. Herzlich willkommen in dieser Runde. Und wir fragen uns noch mal, und da ist nicht gleich die Politik dran, Frau Nia, sondern Sie. Wie schafft man das aus der Situation heute in Deutschland, nicht nur wirtschaftlich, finanzpolitisch, sondern eben auch mit allem, was es in Bezug auf die Löhne der Menschen in diesem Land zu sagen gibt, dass es nicht ein so bleiernder Wahlkampf wird, den man sich jetzt hier und da schon ausmalt? Ja, ich glaube, das muss Martin Schulz irgendwie schaffen. Also ich glaube, er hat dann eine Chance, wenn er wirklich als Person irgendwie glaubwürdig ist, wenn er irgendwie einen Sound findet, dass die Leute sagen, ja, dem vertrauen wir. Mhm. Ich glaube, dass viele Leute desillusioniert sind von Wahlprogrammen. Ich bin ja nur jemand, der das irgendwie liest und sein Geld damit verdient, das zu deuten oder es zumindest zu versuchen. Aber deswegen, ich finde die wichtig. Aber ich habe ganz viel Verständnis für Wähler, die dem misstrauen. Also wenn man sieht, die Union hat irgendwie das Elterngeld eingeführt und die SPD diese Sozialreformen gemacht. Und früher hat man gedacht, FDP und CDU koalieren doch irgendwie immer miteinander. Jetzt wollen die das in NRW gar nicht so richtig und Lindner will eigentlich nach Berlin. Also vieles ist im Moment wirklich sehr verwirrend. Ich bin im Moment so im Zweifel auf der Seite von denjenigen, die wirklich was wollen. Das ist gar nicht parteipolitisch. Mich stört eigentlich, dass sich im Moment so viel Zaudern und so breit macht. Das hat man eben zum Beispiel bei der FDP, die in NRW nicht so richtig regieren will. Das hatte man bei der Kanzlerin, da hat es mich besonders gestört, die sich so lange nicht entscheiden konnte und bei der ich bis heute auch nicht so richtig verstanden habe, was sie mit dem Land vorhat. Mhm. Und das ist irgendwie so eine Sache, da bin ich, glaube ich, im Zweifel so ein bisschen Journalisten eher skeptisch auf die Macht schauen. Die Macht sitzt bei der Kanzlerin im Zweifel für den Underdog und bei Schulz habe ich irgendwie lange das Gefühl gehabt, der will unbedingt. Und das finde ich erstmal gut. Das finden Sie erstmal gut. So, und dann ist die Frage von Herrn Oppermann, die nehmen wir nämlich von Frau Nuckin auf. Warum gibt es nicht dieses linke Projekt, wo die SPD zusammen mit den Grünen, auch wenn die gerade schwächeln, und der Linken sagt, es gibt eine linke Mehrheit in diesem Land und die versuchen wir zu mobilisieren. Wo ist genau dieses, wir halten jetzt mal was dagegen und das ist unser Projekt? Wir wollen die linke Mehrheit in diesem Land für die Sozialdemokratie mobilisieren. Das ist das linke Projekt. Okay. Also wir werden doch selbstverständlich erstmal für die SPD kämpfen und nicht noch für andere Parteien, die mit uns koalieren wollen. Die müssen erstmal selber für eigene Stimmen kämpfen. Ich will noch mal was sagen zu dem, was Frau Nuckin gesagt hat. Über Martin Schulz. Martin Schulz hat es immerhin geschafft, weil Sie sagen, also er spreche junge Leute nicht an, dass 18.000 Leute in 4 Monaten in die SPD eingetreten sind. So viele Mitglieder haben wir seit Jahrzehnten nicht mehr bekommen. Die bringen ganz viel frischen Wind. Die wollen Wahlkampf machen. Die wollen für die Demokratie kämpfen. Die stehen für die europäische Einheit. Das sind junge Menschen, mit denen wir ganz toll Wahlkampf machen werden. Also ich verspreche mir von denen mit dieser Unterstützung einen spannenden Wahlkampf. Mhm. Und ich glaube, es gibt riesige Chancen bei der nächsten Bundestagswahl, die Politisierung der Gesellschaft, die wir im Augenblick erleben. Erst war das nur eine Politisierung von rechts für die AfD. Jetzt kommt aber sozusagen die Gegenpolitisierung der linken Mitte. Mhm. Und ich glaube, die können wir nutzen, um unsere Demokratie zu stärken. Mit einer hohen Wahlbeteiligung, mit spannenden Debatten über echte Alternativen. In welche Richtung soll Deutschland gehen? Soll es gerechter werden? Oder soll es sich auf seinen Lorbeeren ausruhen? Dann wird es auf Dauer auch nicht mehr wirtschaftlich stark bleiben. Das werden die Themen sein bei dieser Bundestagswahl. Aber dann ist noch mal die Frage, schafft man das mit ALGQ und schafft man es mit irgendwie mehr Geld für Bildung? Oder bräuchte es tatsächlich das Bekenntnis dazu, eine Alternative ausprobieren zu wollen? Aber sowas wie ALGQ ist doch ein wunderbares Beispiel dafür, wie eine richtige Reform, wie die Agenda 2010 nach 15 Jahren... Dass Sie sich 54-jährige Arbeitnehmer einsetzen, ja, die in die Arbeitslosigkeit kommen. Wir reden nicht über die Probleme der jungen Leute. Oder ein anderes Beispiel. Die, also junge Leute werden auch irgendwann 50 Jahre alt. Ich finde es ja tatsächlich gut, wenn man vorschlägt, das Schonvermögen bei Hartz-IV-Empfängern zu erhöhen. Das heißt, dass man mehr Erspartes behalten darf. Leider ist es laut dem Vorschlag der SPD wieder ans Alter gekoppelt. Das bedeutet, eine junge Familie Anfang 20 darf nicht ausreichend Geld
für die eigenen Kinder zurücklegen. Und ich finde das unfair, ich finde das falsch, gerade in Anbetracht dessen, dass 2,5 Millionen Kinder in Deutschland in Armut leben. Und da würde ich mir wirklich mehr Mut von der SPD wünschen. Aber ich würde mir tatsächlich wünschen, dass man die jungen Leute ernster nimmt. Also ich fühle mich momentan vom SPD-Wahlkampf etwas ratlos zurückgelassen. Also was die jungen Leute wollen, sind ja keine Facebook-Grafiken von... ja gut, Herr Kauder, zu Ihnen komme ich gleich noch. Jedenfalls brauchen wir mehr als Facebook-Grafiken, auf denen der Martin-Schulz-Zug zu sehen ist. Was wir wollen, sind vernünftige, gute Jobs statt Beschäftigter, also befristeter Beschäftigung statt Minijobs. Wir wollen Kita-Plätze und so weiter und so fort. Und solange das nicht geliefert wird, glauben Sie denn, fühlen wir uns eben allein gelassen. Eine junge Familie mit 20 Jahren, da reden Sie über Schonvermögen. Wo sollen die denn Vermögen sich erwirtschaftet haben? Solche jungen Familien oder solche jungen Leute mit 20 Jahren, die gehören in eine Ausbildung, die brauchen einen Job und die können heute auch überall in Deutschland einen Job bekommen. Ich weiß gar nicht, von was für Dingen Sie im Augenblick reden. Und ich will noch mal auf dieses Arbeitslosengeld. Es geht da ja schon um ein paar tausend Euro. Ich denke, wenn man eine gute Phase im Leben hat, wo man einen guten Job hat, dann ist es klar, dass man etwas zurücklegt. Gerade wenn ich weiß, dass meine Frau beispielsweise schwanger ist oder dass ich schwanger bin, dann spare ich doch. Und wenn man diesen Menschen nicht erlaubt, auch nur so einen kleinen Betrag, und wir reden ja hier wirklich von lächerlichen Beträgen, also selbst wenn man es aufstockt, darf ja ein 60-Jähriger vielleicht 16.000 Euro zurücklegen. Das ist doch ein Witz, wenn man weiß, dass man später vielleicht in die Aufstockung fällt. Darf ich mal nur schnell sagen, ich habe ja sehr viel Verständnis dafür. Aber ich war, bevor ich im Bundestag kam, Sozialdezernent und habe mit vielen jungen Leuten zu tun gehabt. Und da muss ich Ihnen sagen, meine Sorge war nicht, dass diese jungen Leute möglichst viel Hartz IV oder Rücklagen haben, sondern alles zu tun, damit die in Arbeit kommen. Okay. Einen 20-Jährigen mit Hartz IV bedienen zu wollen, geht am Problem vorbei. Da müssen wir dafür sorgen, dass der in Arbeit kommt. Und ich will nicht, dass wir Hartz IV ausgeben, sondern dafür sorgen, dass die Menschen erst gar nicht da reinkommen. Das muss das Ziel sein. So, und trotzdem ist es, Herr Hüther, trotzdem ist es interessant, sich anzuschauen, liebe Zuschauer, wie Vermögen eigentlich verteilt ist in Deutschland. Nochmal, wer hat wie viel von dem, wo ist die richtige Kamera? Da ist sie. Wer hat wie viel von dem, was wir wirtschaftlichen Aufschwung nennen und nicht nur nennen, sondern der wirklich da ist? Seit dem Jahr 2000 sind die Einkommen aus Arbeit lediglich um 5% gestiegen. Der Zuwachs aus Vermögen und unternehmerischer Tätigkeit belief sich hingegen auf 30%. Auch bei der Vermögensverteilung ist die Schieflage in Deutschland markant. Die Hälfte der Bevölkerung hat keine nennenswerten Ersparnisse. Dagegen verfügen 10% der Bevölkerung über fast 70% der Vermögenswerte bei uns. Das ist wohl einzementiert. Denn jährlich werden 250 Milliarden in Deutschland vererbt. Im Durchschnitt versteuert mit 2%. So, Herr Fratscher, wir sind bei der Frage, wie kann man an dieser Situation langfristig etwas ändern? Nochmal, mit der Programmatik der beiden Volksparteien. Was wäre politisch geboten, um an dieser Schere etwas zu verändern? Ja, viele Diskussionen ist ja im Prinzip eine Neiddebatte. Viel geht darum, sich oben anzuschauen, was haben die Oberen, na, das Gefühl, die müssen wir was wegnehmen, die einen wollen ihnen was wegnehmen, die anderen wollen ihnen noch mehr geben. Aber der Fokus müsste eigentlich auf die unteren 40% sein. Denn einem Hartz-IV-Empfänger mit 35 Jahren zu sagen, was regen Sie sich denn auf, wir haben noch einen starken Sozialstaat, Sie kriegen doch Hartz-IV-Gelder, der wird Ihnen sagen, nee, aber ich möchte ja nicht vom Staat abhängig sein. Ich möchte eigentlich eine Arbeit haben, ich möchte für mich selber sorgen können, aber ich habe die Qualifizierung dafür, nicht die Bildung nicht dafür. Also man muss unterscheiden, dem einen mehr wegzunehmen, heißt nicht unbedingt, dass unten wirklich das ankommt. Deshalb muss der Fokus wirklich auf die unteren 40% sein. Die Frage, wie können die Menschen Vermögen aufbauen? Wir haben eben darüber gesprochen und da würde ich Herrn Hüther entschieden widersprechen, zu sagen, die unteren 40% ändern sich, das sind ja nicht mehr die gleichen Menschen. Das sind nicht nur Migranten und Menschen, die in Arbeit gekommen sind, sondern das sind viele Menschen, die schon seit Generationen hier leben. Viele Reali sind viele junge Menschen und da bin ich völlig bei Ihnen. Sie haben absolut recht. Die aber dann aufsteigen. Es geht um das Thema Generationengerechtigkeit. Jemand, der heute jung ist
Und eine geringe Bildung und Qualifizierung hat es ungleich schwerer, einen Job zu finden, einen guten Job zu finden, auch in Arbeit zu bleiben, ein Vermögen aufzubauen. Das ist ja auch wichtig, über die Zeit ein höheres Einkommen zu ermöglichen. Also das Thema, wo ich 100% bei Ihnen bin, es geht gerade um die Frage der Generationengerechtigkeit. Im Augenblick wird eine Politik gemacht, die heißt, eigentlich werden Rentenversprechen gemacht, es werden Steuerversprechen gemacht, was letztlich heißt, die junge Generation in der Zukunft muss dafür zahlen und muss im Prinzip für die Älteren aufkommen. Und das führt natürlich dazu, dass auch die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit geringer wird. Denn wenn Menschen immer stärker mit Steuern belastet werden, dann können sie auch nichts sparen, können keine Vermögen aufbauen, können nicht Vorsorge betreiben. Und wozu es führt, ist eine große Abhängigkeit vom Staat, immer weniger Eigenverantwortung. Und das hat auch ganz konkrete wirtschaftliche Kosten. So, und dann sind wir nämlich bei der nächsten Frage. Herr Oppermann, Sie sind gleich dran, weil wir sind an einer Schlüsselstelle. Die Frage ist ja tatsächlich, worin müsste jetzt das politische Angebot bestehen, wenn man an dieser Situation etwas verändern will? Und natürlich haben da SPD und CDU unterschiedliche Vorstellungen, die wir wagen. Kein Wahlkampf ohne Geschenke. Die Steuereinnahmen sprudeln. Der Finanzminister geht von 54 Milliarden mehr bis 2021 aus. Mit der Payback-Karte will die Union Wähler begeistern. Eine maßvolle Entlastung von kleinen und mittleren Einkommen ist möglich und sie ist angezeigt. Schäuble spricht von maximal 15 Milliarden. Andere in der Union sind großzügiger. Ich sehe einen Spielraum von mindestens 15 Milliarden, wenn nicht 20 bis 30 Milliarden. Am Ende des Tages dürfen nicht zwei Cappuccino übrig bleiben. Der jetzige eintretende Spitzensteuersatz trifft eigentlich schon die Mittelschicht. Deswegen sollte man darüber reden, ob man da eine Verschiebung machen kann. Anders großzügig wollen die Sozialdemokraten sein. Payback durch Investitionen. Wir haben einmalige Überschüsse. Die kann man nicht dauerhaft in Entlastungen stecken, die müssen wir investieren. Und danach bin ich ganz sicher bereit und in der Lage, weitere Entlastungen vorzunehmen, die unmittelbar mit Steuersenkungen einhergehen. Zwei Payback-Modelle für den Wähler also. Bei der Union bestimmt jeder selbst, wofür er das Geld vom Fiskus ausgibt. Bei der SPD sagt der Staat, welche Investitionen für den Bürger sinnvoll sind. Herr Hüther, 50 Milliarden, 54 Milliarden in den nächsten 4 Jahren mehr auf die November-Steuerschätzung noch drauf. Das heißt, der Staat hat wahnsinnig viel Geld zur Verfügung. Was tut man schlauerweise damit? Also wenn man mal die Geschichte der Steuerpolitik und der Steuerreform in diesem Land anschaut, hat eigentlich früher der Gesetzgeber alle 6, 7 Jahre große Steuertarifreformen gemacht und hat den Bürgerinnen und Bürgern das zurückgegeben, was über die sogenannte kalte Progression in den Steuersäckel kam, dass also wo keine Realeinkommenssteigerung dahinter stand, sondern ausschließlich nominale Erhöhungen der Einkommen, die von der Inflation aber auch wieder aufgefressen wurden. Das haben wir lange nicht erlebt. Und das, was angesprochen wurde, ist auch ein Gerechtigkeitsproblem, dass Menschen aus dem, was sie hinzuverdienen, gerade im unteren Bereich einen hohen Grenzsteuersatz haben. Und deswegen ist die Frage, dass man diesen Steuertarif glättet, gerade für junge Menschen eine hochbedeutsame Frage, die ja einsteigen in den Arbeitsmarkt, die von unten her die Einkommensteuer auch ein Stück nach oben laufen. Das ist notwendig. Ob man Sie sagen, kalte Progression weg. Die kalte Progression, es also ist sicherlich auch richtig. Und das hat ja interessanterweise auch der Herr Weil in seinem Niedersachsen-Vorschlag drin, den Solidaritätszuschlag abschaffen, der für sich genommen ein Fremdkörper ist in der Steuersystematik. Den kann man zumindest mal bei einer Tarifreform auch bereinigen und dann dadurch auch eine neue Gerechtigkeit für die Besteuerung zu organisieren, dass wir das einfach so hinnehmen, dass, wie Sie so recht sagen, nicht? Rentengeschenke verteilt werden nach Klientel, aber da in der Mitte, die wirklich nicht so ganz einfach zu adressieren sind, die Belastungen durch die Stauchung des Tarifs, weil der Grundfaktor immer weiter zunimmt, ist nicht ganz in Ordnung. Und zumindest ist die Zeit, darüber mal nachzudenken. Noch einen Punkt ergänzen darf. Wir haben eben über die Jugend gesprochen. Wir sollten nur, wenn wir das hier eben gehört haben vom Kollegen, einfach den Eindruck, wir sind in einem Land, wo die junge Generation keine Chancen hat. Ich will wenigstens an eine Zahl erinnern. Die Jugendarbeitslosigkeit liegt in Deutschland mit unter 7%, so niedrig wie in kaum einem anderen Land. Und sie hat sich seit 2005 halbiert. Wir haben das Problem nicht, dass die Franzosen haben mit einer Arbeitslosenquote von nahe 25%. Das heißt, wir haben dort, wo wir den jungen Menschen die Startrampe bauen, viel mehr Möglichkeiten. Und wir müssen uns darauf konzentrieren, die duale Berufsausbildung zu stabilisieren, die auch im europäischen Kontext ihren Raum haben muss. Sonst wird die uns unter Beschuss genommen, das findet gerade statt. Und dann brauchen wir gar nicht mehr über Sozialleistungen zu reden, wenn wir diese Investitionen am Lebensanfang neben den Universitäten, neben den Fachhochschulen nicht weiter so stabilisieren. Ich halte das für ein ganz zentrales Thema. So, da ist die These des einen etwas gewinnen
kann. Die These des einen Wissenschaftlers, wir hören gleich Herrn Fratscher. Ich würde Frau Nia gerne zwischendurch noch fragen. Was muss aus Ihrer Sicht morgen in dem einen oder in dem anderen Programm stehen? Im Grunde ist es ja eine völlig absurde Situation. Der Staat, die Parteien tun so, als würden sie den Bürgern jetzt ihre eigenen Steuern schenken. Ja, also es sind ja, der Hund hat die Wurst geklaut und jetzt gibt es zwar scheibchenweise wieder zurück. Es sind ja die Steuern der Bürger dieses Landes. Das stimmt. Also nach meinem Geschmack könnte man darüber reden, ob man Senkungen nicht vielleicht doch eher bei den Sozialbeiträgen macht. Denn es gibt also eine Familie mit kleinem Einkommen, zwei Kindern zahlt nicht viel Steuern. Und da kommt mehr an, wenn man zum Beispiel einen Rentenbeitrag oder Krankenkassenbeitrag senkt. Aber so grundsätzlich wehre ich mich so ein bisschen gegen die Vorstellung, dass die ideale Gerechtigkeitspolitik Portemonnaie-Politik ist. Ich glaube, es haben auch viele Menschen das Gefühl, dass beim Thema Gerechtigkeit was schiefläuft, wenn es sie gar nicht betrifft. Also die Leute sehen irgendwie so das Auseinanderdriften von, weiß nicht, Managergehältern, ohne dass man denen deswegen unbedingt was nehmen muss. Aber sie sehen halt diese Spreizung, die sehen, dass wir in einer Erbengesellschaft sind, die sehen, dass irgendwie auch bei den Kindern, bei den Schulen schon viel mehr auseinandergeht. Und ich glaube, man muss selber gar nicht betroffen sein und man muss nicht selber ein Wahlgeschenk bekommen, um sich dafür zu interessieren. Ich glaube, das ist wirklich ein breites Thema, auch für diejenigen, die nicht beschenkt werden wollen. Okay. Investition ist das Investitionsprogramm, ist die Payback-Karte der SPD und vielleicht eine Steuersenkung hintendran oder eine Steuerreform, wie immer man dazu sagen will, Herr Oppermann, weil Sie was damit erreichen wollen? Wir sagen Vorrang für Investitionen, insbesondere in Bildung, in Forschung und Entwicklung, aber auch in schnelles Internet. Das sichert für die Zukunft Arbeitsplätze, das schafft neue Chancen. Und ganz viele Bürgerinnen und Bürger sind vorrangig interessiert an einem gut funktionierenden Gemeinwesen, an einer Gesellschaft mit sozialem Zusammenhalt, mit einem positiven Klima. Da, glaube ich, müssen wir auch Geld für zur Verfügung stellen. Und dabei geht es nicht nur um Umverteilung, da geht es eben auch um andere Dinge. Und wir wollen aber auch entlasten, insbesondere bei der Krankenversicherung. Wir wollen weg von einer Zweiklassenmedizin. Wir wollen wieder zurückkehren zur Beitragsparität. Also Arbeitgeber und Arbeitnehmer sollen den gleichen Beitrag bezahlen. Das entlastet die Arbeitnehmer um 5 Milliarden Euro. Und dann wollen wir bei der Steuer die unteren und mittleren Einkommen gezielt entlasten. So, dann ist Professor Fratscher dran und wird uns sagen, was ist eigentlich Ihre Sicht auf diese Möglichkeiten? Nochmal, der Staat hat wahnsinnig viel Geld. Er kann also auch ausgeben. Das ist die These von Frau Nia am Anfang der Sendung. Gerechtigkeitsfragen können wir auch dann gut diskutieren, wenn tatsächlich etwas zu verteilen da wäre. Was wären Ihre ersten drei Maßnahmen? Was würden Sie tun? Sicherlich muss man abwägen, was man mit den Überschüssen macht. Entweder Steuer senken, Geld zurückgeben, Schulden abbauen, wo da überhaupt nicht gesprochen wurde, oder investieren. Und sicherlich ist richtig, das, was im Augenblick an Überschüssen da ist, ist nicht permanent. Das ist durch niedrige Zinsen verursacht. Das spart im deutschen Staat 45 Milliarden Euro pro Jahr. Wenn diese Ersparnisse nicht da wären, dann gäbe es keine schwarze Null, dann wäre ein dickes Minus da. Wenn man über Steuersenkung spricht und sagt, wie will man Menschen entlasten, dann sollte man überlegen, wo hat es auch wirtschaftliche Vorteile? Wo hat man wirklich einen Anstoß liefern, damit Arbeit sich mehr lohnt? Das ist gerade bei Menschen mit geringem Einkommen, wo es wirklich einen Unterschied macht. Das ist gerade vor allem bei Frauen. Zum Beispiel das Thema Ehegattensplitting, also häufig eine Frau, die wieder in den Arbeitsmarkt kommt, für die lohnt es sich kaum, wenn sie dann sofort den Spitzensteuersatz ihres Mannes zahlen muss, der besser verdient. Also hier gibt es viele Elemente im Steuersystem, das einfach negative Anreize setzt, für Menschen wieder in Arbeit zu kommen, gerade für Frauen. Und der letzte Punkt, der auch wichtig ist, Herr Hüther redet eigentlich oder auch viel in Diskussionen über die Einkommensteuer. Aber die Menschen, die 40% zahlen gar keine. Die zahlen gar keine Einkommensteuer, die sind aber sehr stark durch indirekte Steuern gesteuert. Durch Mehrwertsteuer, durch Energiesteuer, durch andere Steuern. Aber die zahlen zum Teil mehr Steuern als Anteil ihres Einkommens. Durch die indirekten Steuern? Durch die indirekten Steuern als Menschen, die irgendwo in der Mitte sind und Einkommensteuer zahlen und ein bisschen Einkommensteuer. Okay, und dann würde man diesen unteren 40%, also womit am meisten helfen, Herr Fratscher, schon mit sinkenden Abgaben, weil sie eben einfach nicht Steuerzahler sind oder Einkommensteuerzahler? Man könnte sie entweder über die indirekten Steuern, Mehrwertsteuer, ganz schwieriges Thema, das könnte man senken. Das hat übrigens mal zum 3-Prozent-Punkte erhöht. Das hat gerade die Menschen mit geringem Einkommen besonders hart getroffen. Aber am besten das, was Frau Nia sagt. Sozialversicherungsbeiträge den Menschen unteren Ende helfen, denn da ist die Belastung groß. Und wenn man das machen würde, dann lohnt sich auch die Arbeit wieder mehr. Die Menschen würden wieder mehr arbeiten können und auch wollen. Also man würde auch hier einen positiven wirtschaftlichen Effekt haben, wenn man gerade diese Menschen mit geringem Einkommen entlasten würde, damit sich Arbeit wieder mehr lohnt. Okay, Volker Kauder,
15 Milliarden, sagt Wolfgang Schäuble. Die Forderungen Ihrer Partei, wenigstens bei manchen, gehen darüber hinaus. Bleiben Sie bei diesen 15 Milliarden oder was sagen Sie? Also wir haben gesagt, dass 15 Milliarden zur Verfügung stehen. Wir haben gesagt, dass wir darüber hinaus jungen Familien helfen wollen, Vermögen zu bilden. Da ist jetzt drüber gesprochen worden, beispielsweise im Baukindergeld. Das muss auch finanziert werden. Und dann werden wir die Investitionen weiter voranbringen. Wenn da gesagt wird, wir müssen mal endlich investieren. Noch in den letzten 25 Jahren hat keine Bundesregierung so viel investiert, wie wir es machen, in Straßenbau, in schnelles Internet. Es gibt keine einzige baureife Verkehrsmaßnahme, die nicht jetzt gebaut werden könnte, finanziert werden könnte. Wir haben Planungsprobleme, weil es nicht richtig vorangeht. Aber das ist ja auch ein Thema, warum hat man das alles in dem Umfang abgebaut. Wir haben jetzt gesagt, wir wollen mehr Private in die Planung hineinnehmen. Und dann ist ein ganz zentrales Thema, wir müssen die Betreuungsangebote ausbauen, vor allem im Schulbereich. Da muss nicht die Ganztagesschule her, aber es muss die Ganztagesbetreuung her. Wieder eine Aufgabe, für die nicht in erster Linie der Bund zuständig wäre. Aber bitte, ohne unsere Investitionen in die Kitas wäre es ja auch nicht richtig vorangegangen. Und man muss sagen, wir stellen unser Geld zur Verfügung. Aber manche Länder haben das Geld nicht in dem Umfang dafür auch eingesetzt. Abschaffung des Solidaritätszuschlages, Herr Pauder, ja oder nein? Ja. Okay. Und wenn Herr Seehofer sagt, es wird die größte Steuerreform aller Zeiten, das weiß er schon mal, warum? Ja, das hängt mit dem Solidaritätszuschlag zusammen, okay, der im Endausbau 18 Milliarden ausmacht. Mhm. Und jetzt muss man natürlich sagen, wieso macht er das nicht auf einen Ratsch und er sagt, jetzt schaffen wir das Ganze ab. Das ist eine leichte Forderung. Der Solidaritätszuschlag ist ausschließlich beim Bund. Und wenn wir eine Steuerreform machen und Bund und Länder daran beteiligen, ist das für die Wirtschaft ein größerer Vorteil, als wenn wir nur auf der einen Seite, nämlich beim Bund, das machen. Das muss man alles mit bedenken. Also das heißt für mich, wir müssen, das ist die zentrale 15 Aufgabe, Milliarden. Die zentrale Aufgabe für die nächste Legislaturperiode ist, diesen guten Zustand unserer Wirtschaftskraft zu erhalten. Davon hängt nämlich kalte alles kalte Progression, ab. Das hätten Sie eigentlich kalten, auch gut zusammen hinkriegen können. Ja, bei der kalten Progression haben wir das gemacht, aber da will ich auch mal einschlagen. Wir haben kalte Progression gemacht, nur Wolfgang Schäuble weist zu Recht darauf hin, dass bei einer so geringen Inflation die Wirkungen bei der kalten Progression eben nicht so sichtbar sind. Aber dann können Sie am leichtesten politisch einführen, wenn die Inflation hoch ist, haben Sie große Ausfalleffekte. Wir haben politisch klug wäre es gewesen. Und dann wollte ich nur sagen, wir haben etwas gemacht, was der Herr Fratscher völlig zu Recht angesprochen hat. Es war leider Gottes in der Koalition nicht möglich, dass wir einen ordentlichen Haushaltsüberschuss in die Senkung der Schulden gesteckt haben. Mhm. Wenn man schon immer davon spricht, dass es ein Risiko ist, die hohen Zinsen, dann würde ich mir wünschen, dass man nicht immer nur ans Geld ausgeben denken, sondern auch mal ans Schulden senken. Und das wollen Sie dann machen, wenn Sie die Sozialdemokraten losgeworden sind, Herr Kauder? Gut, wir fragen mal Frau Nobun. Frau Nobun, mehr Investitionen, interessant, mehr Investitionen, eine Entlastung unterer Einkommen, höhere Vermögensabgaben. Das klingt irgendwie nach der Linken. Es sind die Hinweise des Internationalen Währungsfonds an Deutschland. Ich sage das mal als Einleitung, da haben jetzt noch nicht wirklich die Kommunisten die Macht übernommen, aber was wären aus Ihrer Sicht die wichtigste zentrale Entscheidung einer zukünftigen deutschen Regierung? Ja, also ich denke, der Hinweis war richtig und wichtig, dass wir uns vor allem um diejenigen kümmern müssen, ganz dringend, die eben nicht vom Wirtschaftswachstum profitiert haben, die sich verlassen fühlen, wenn man sagt, Deutschland geht es doch gut, weil eigentlich ist die Botschaft dann, naja, dann bist du halt nicht Deutschland. Und wir müssen uns, also was ich mir wirklich wünsche vom Wahlkampf, auch vom SPD-Wahlkampf, aber vielleicht auch mal zur Abwechslung vom Unionswahlkampf, da ist, dass wir, dass wir uns über den Begriff des Leistungsträgers in Deutschland unterhalten. Denn der Leistungsträger sitzt ja nicht im Bankenviertel in Frankfurt, sondern der Leistungsträger pflegt unsere Großmutter. Und wie diese Menschen entlohnt werden, das sagt mehr über den Zustand der Gerechtigkeit aus als jedes SPD- oder Unionswahlprogramm. Sagt Katharina Nobun.
Und wir müssen an dieser Stelle einen Punkt machen. Liebe Zuschauer, ich darf mich ganz herzlich bei allen Gästen und für diese Debatte natürlich bedanken. Gebe sie sofort live und in Farbe an Markus Lanz weiter, der heute unter anderem Olaf Sundermeier zu Gast hat und Wolfgang Bosbach. Wir sehen uns nächsten Donnerstag nicht. Da ist Himmelfahrt, aber dann den Donnerstag wieder drauf, 22:15 Uhr. Ganz herzlichen Dank Ihnen allen. Bleiben Sie heiter irgendwie. Tschüss.